Hier wird niemand mit uns rechnen, Kaiser. Ein perfekter Hinterhalt. Nein, in diesem Let's Play wird niemand mit uns rechnen. Und damit herzlich willkommen zu Medieval 2 Total War im Jahre 1300 nach Christus. Ja, so lange spielen wir schon. Aber wir haben noch 115 Runden Zeit, um 45 Regionen zu haben. Das kriegen wir aber locker hin. Und ja, wir haben ungefähr Rundenanzahl ist 111. Wir haben ungefähr nochmal alles, was wir erlebt haben, an Zeit. Ich glaube, so lange werden wir nicht brauchen. So, und was haben wir überhaupt letztes Mal geschafft? Ich glaube, hier haben wir wieder eine Niederlage eingefahren. Die Schlacht um die dänische Burg hier muss ich selber schlagen, um Stettin. Das kann ja nicht wahr sein. Hier sehe ich auch schon, wir greifen Arrchus an. Für den Ruhm des Reiches! Mhm. Und ja, was noch? Genau, Nottingham haben wir erobert. Die Zitadelle. War knapp. So eine Zitadelle braucht ganz schön viel Zeit, wenn man sich Zeit lässt. Ja, mein Kaiser. Aber es geht weiter mit unseren Truppen. Wir könnten eigentlich ein bisschen austauschen. Befehle, können Kaiser. Nicht so weit. Kaiser. Sie nicht. Befehle, Kaiser. Aber die schaffen schon die Stadt. Das ist eine englische Hauptstadt. Das ist York. Große Steinmauern. Gut, wird nicht so einfach, aber das schaffen wir schon. Ah. Wir haben hier noch was. Unsere schöne Zitadelle mit den Kanonentürmen. Habe ich das eigentlich gelesen, die Kanonentürme? Denn der Einsatz von Schusswaffen stellt immer eine sinnvolle Ergänzung für alle Defensivoperationen dar. Die Kanonentürme dienen in erster Linie zum Zweck der Abschreckung tapferer oder eher, naja, nennen wir sie tollkühne Angreifer, die in Reichweite gelangen. Ihre beeindruckende Größe erklärt sich dadurch, dass sie einerseits den gewaltigen Erschütterungen, die mit dem eigenen Kanonenfeuer einhergehen, und andererseits auch dem feindlichen Beschuss standhalten müssen. Bin ich gespannt, da wagt sich bestimmt kein Gegner ran. Genau, und hier in Bordeaux hätte ich gern dasselbe. Wir sind gerade pleite. Was mich ein bisschen stört, sind die Befestigungen hier. Die sind zwar nett für die Berge, wäre es aber nicht schlauer, sie in die Brücken zu positionieren. Hier mal kurz vor der, hinter der Brücke. Und hier auch, obwohl sie an den Bordeaux kommen, sie nicht vorbei. Wir könnten aber trotzdem eine dahin stellen. Dann wären sie schon mal in diesem Bereich um den Fluss gefangen. Und müssten dann zwangsmäßig... Genau, diese Position könnten wir verlassen und auf zwei weitere aufsplitten. Dann könnt ihr die hier bleiben, die ist hier am Fluss und die hier im Süden auch. Dann stelle ich die eigentlich um. Die kommen jetzt zurück nach Bordeaux. Ja, mein Kaiser, marschiert! Okay, doch nicht. Wir wurden besiegt! Neu formieren! Die heutige Reise ist vorbei! Gut, Rebellen haben uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich muss mal speichern. Uns passierte wieder ein Absturz. Das hatten wir die letzten Male immer wieder. Ja, Kaiser? So, schauen wir mal ein bisschen nach Jawohl, Stettin. Kaiser. Ich bin unterwegs. Okay, die haben schon ein paar Truppen dort. Das kriegen wir aber schon hin. Die Armee macht mir ein paar Sorgen. Der polnische Erbe. Prinz Svitopelek. Topelk. Frankfurt oder Nürnberg. Wir könnten vielleicht ein paar Truppen freimachen. Befehle sind aber nicht ja, mein bereit, Kaiser. Aber wir könnten, glaube ich, alle aus Hamburg rausschicken, bis auf die Gepanzerten hier. Vorwärts! Und die schicken wir ja am besten hier gleich zur Brücke. Ja! Unterstützt von Fredericus Säubersdorf. Für das Reich! Verbinde die Armeen, edler Kaiser. Mit ein paar Speerträger. Vorwärts! Verbinden die Truppen! Und da aber schützen wir gut. Vereinen unsere Streitkräfte, Kaiser! Damit sie nicht hoch nach Frankfurt können und als Unterstützung für Nürnberg dienen. Ich glaube, Innsbruck könnte keine Truppen freimachen. Ja, mein Kaiser! Oh ja, da war ja was. Der Papst. Zu lange waren wir im Schatten. Zu lange haben wir uns von ihnen... ihm erniedrigen lassen. Bin zu dir. Wir denken, ihr verschwendet nur unsere Zeit. Also tut es besser nicht. Ja, ja, die Zeit wird kommen. Weißt du was? Ich baue eine Armee zusammen. Der Prinz selbst. Eure Befehle, Kaiser. Der Prinz selbst mit seinem Erbe wird in Rom einmarschieren. Ja, ja.
Flotte bereit. Also bauen wir eine Armee zusammen. Volle Segel. Werfen Befehle, Kaiser. Ja, mein Kaiser. Genau, die werden hier auf Kaiser marschieren. Haben wir noch ein paar Truppen? Nee, wir nehmen gerade alle Truppen, die wir haben, da rein. Von Zagreb könnten wir... Nee, Zagreb ist an der Grenze. Dann machen wir erstmal eine Runde weiter. Oh, Dorazo hat gerade Probleme. Okay, normaler Steuersatz. Schade. Wie sieht's denn finanziell gerade aus? Geht schon. Wir machen gerade Bauaufträge. So, ab in die nächste Runde. Ja. Über die Brücke. Den Kampf wage ich. Wir wollen wirklich nach Norden. Frederikus Säubersdorf. Mach dich nützlich. Mal sehen, eine Brückenschlacht ist immer ein super Vorteil für den Verteidiger. Ihr zieht für den Kaiser in die Schlacht. Und wir haben Nahkampftruppen und Fernkampftruppen. Das wird ein Spaß. Hätten wir noch Katapulte oder Triebwerke, das wäre noch ein Hammer. Haben wir aber nicht. So. Wie könnten wir die am besten positionieren? Das Seite wäre nicht schlecht. Haben wir eine Erhöhung? Ja, hier. Wir nehmen die Erhöhung hier hinten. Stellen die schön flach auf. Ich glaube, hier haben wir auch eine Erhöhung. Die können wir dann hier nehmen. So, die können wir der Miliz auch noch mit. Ihr könnt hier vorne, ne, hier. So, hopp, 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 hopp. Gepanzerte. Die Gepanzerten werden ganz vorne stehen. Wir dürfen keine Einheit zum Fliehen dort haben. So, ihr werdet alle... Ja, ihr werdet einen Kreis bilden. Noch näher ran. Ein bisschen. Gut, das ist auch nicht schlecht. Dann ist der nächste Kreis hier. Hier in der Mitte. Der nächste Kreis ist dann dort. Der nächste Kreis ist dort. Und du bist diese Sondertruppe. So, euer Kreis geht mal ein bisschen näher ran. Ich möchte nämlich nicht, dass sie an der Seite rausbrechen. So schießen die? Ja. Speerträger! So, alle Einheiten Position halten. Ambusschützen können gerade noch... Ne, können sie gar nicht. Die so schlecht schießen. Die sind ganz schön weit hinten. Da geht man ein bisschen näher ran. Ambusschützen-Lied kann gerade noch so. Die Bauern erwischt es schon mal. Ein paar von unseren Truppen. Das ist schlecht. So, jetzt brechen die erstmal da rein. Aber wir sind der Fels. So, wir schießen die Ambusschützen auf. Die Wagen ist nicht richtig. Ah doch, ein bisschen. Okay, die brechen hier an der Seite ein bisschen raus. Rein mit euch. Okay, die schießen gar nicht mehr. Okay, das ist ein Problem. Wo ist der General? Den schnappen wir uns. Ja, die Edelmänner. Weg mit dem. Schießen halt nicht, wenn die eigenen Truppen da sind. Ich wünschte, ich könnte das ausstellen. So, rein da. Oh, wow. Okay, wir sollten ein bisschen weiter zurück, damit die Ambusschützen freies Sichtfeld haben.
Ja, die schießen auf die Truppen, die hier raus können. Die hier die durchbrechen, das ist schon ganz nützlich. Das sieht aber schlecht für uns aus. Ein Katapult wäre so schön. Und wie schön, wie die da zucken. Ja. Das geht schon. Das schaffen wir schon. Wir müssen... Das schaffen wir nicht. Komm schon, halte durch. Nein, sie fliehen. Die Brücke ist verloren. Okay, zurück, 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 zurück. Wir können noch fliehen. Damit könnte sich unser General retten. Okay, Einheiten flieht. Es ist verloren. Der General schützt euch noch. Die Ambroschützen müssten dann zurück in die Stadt. Jetzt haut die Söldner weg. Und dann flieht der General selber auch noch. So, General weg da. Jetzt kommen nämlich Speerträger, ja. Diese Schlacht läuft schlecht für das Reich. Wir müssen das Blatt zu unseren Gunsten wenden. So, flieht, flieht, flieht. Da haut mal die Söldner da weg. Kommt zurück, ihr Feiglinge! Naja, die verfolgen uns. Ja, wo ist unser General? Ja. So, der schafft das schon. Ohne passende Infanterie geht das nicht. Okay, die haben fast geschafft. Okay, General, weg da. Du musst jetzt selber fliehen. Unser schwachköpfiger General hat sein Leben weggeworfen. Und vielleicht unsere Chance auf Sieg gleich mit. Ja, schwachköpfig nicht, er war ein Held. Er wollte die Ambroschützen beschützen. Ach, Frederikus. Mist. Du könntest noch wagen, der letzte Salve reinzuhauen. Auf diese Einheit. Damit die nicht vergessen. Das war zurückschlagen. Also da fliehen sie. Jetzt haut noch mal eine Salve rein. Gut, eine Linie aufstellen, direkt an der Grenze. Und dann nochmal freies Feuer auf alle, die sich nähern. Die Edelmänner zum Beispiel. Da kommt schon... Nee, Bauernbogenschützen. Die können wir einfach weghauen. Das passiert auch. So, da kommt Kavallerie. Rennt weg. Das war's. Gut, vorbei. Wir kommen wieder. Unser Feind hat diese Schlacht gewonnen, aber nicht den Krieg. Ja, hier versteckt sich der General.
Hinterhalt bereit, Kaiser. Ja, ja! Zurückziehen und neu formieren. Ich frage mich, was die vorhaben. Was wollen sie dort? Oh, ich habe vergessen, dass eine Belagerung läuft in Budapest. Ja, aber die kommen sowieso nicht durch. Sofort, mein Kaiser! Lösen die Befestigung auf! Errichtet ein Handelsabkommen. Da wir kein Abkommen mit dieser Seite haben, entgehen uns lukrative Handelsmöglichkeiten. Die Gilde wünscht ein Handelsabkommen mit diesen Leuten. Ziel, den Mongolen. Wer bekommt Gulden? Suchen wir doch mal ein Handelsabkommen. Mein Kaiser, ich werde das Reich vertreten, Kaiser. Aber kaum akzeptiert heißt akzeptiert. Wunderbar. Wir haben es geschafft. Gleich Mission erfüllt. Perfekt. Die Kaufmannsgilde weiß euren Einsatz sehr zu schätzen und die Gilde schuldet euch Dank und ihr bekommt ganze 200 Gulden. Wow. Kann ich mir davon überhaupt eine Bauerneinheit leisten? Ja, gut. Fast zwei Bauerneinheiten. Kleinstadt wächst, Durazzo. Wenn wir gleich mit die Mauer bauen danach. Oh, das geht. Ballistentürme in Genua. Ah, die Bombarden in Mailand und Genua. Auch mit Portugal haben sie Feindschaft beendet. Ja gut, sehr schwach mit den Mongolen. Wir haben doch gerade ein schönes Bündnis mit denen gemacht. Kaiser! Was machen die denn hier? Weg mit denen. Nun sind sie verloren. Ja, mein Kaiser! Verbinden die Truppen vorwärts! Hier so, errichten der wir Erbe eure Befehle, damit. Kaiser. Ja, Kurs. Ja, Kaiser. Nein, die sollen ich nicht kann hinten. Dort nicht hin. Seid ihr sicher, Kaiser? Kaiser! So, wir bräuchten Infanterie. Ich bräuchte aber starke Infanterie eigentlich. Ja, mein Kaiser. Haben wir aber gerade nicht. Deswegen schickt er mal Schwächere hin. Ja, Kaiser. Ein bisschen mehr Infanterie. Unsere Streitkräfte, Kaiser. Befehle, Kaiser. Befehle, Kaiser. Ja, mein Kaiser. Befehle, Kaiser. Geht nicht ganz Kaiser. Auf. Wir sollten ein bisschen Befehle, wieder wegschicken. Kaiser. Vorwärts. Ja. Und dann noch zwei von Kaiser. Denen. Ja, mein Kaiser. Dann würde ich noch eine Infanterieeinheit wegschicken. Ja, mein Kaiser. Marschiert! Dann passt das. Dann ist das unsere Armee, die Rom angreift. Wenn sie nicht mit uns verhandeln. Kaiser? Welchen Kaiser? Ja, einen guten Händler. Wir könnten weniger Konkurrenz gebrauchen. Kaiser? Kaiser? Ja, wir könnten weniger Konkurrenz gebrauchen. Gut, wir nehmen schon. Uns vom Feind, was wir brauchen. Eröffne eine neue Handelsstraße. So, mehr Händler. So, das haben wir gut geschafft. Dann die Truppen Befehle, wollten wir Kaiser. Wegschicken. Vorwärts. Bordeaux mit euch. Unsere heutige Reise ist beendet, Kaiser. Und ihr könnt schon Kaiser. In der Brücke mal ja. eine Befestigung bauen. Marschiert! Ach, nur Generäle. Ja, ja. ja. Wir brauchen kurz einen General hier. Und zwar könnte das... Wir haben gerade gar keinen General hier. Uns gehen die mal Familienmitglieder aus. So, Nottingham. Dort wird gerade noch fortgebildet. Und Kanonen können wir auch schon bauen. Habe ich das reingesetzt? Nee, die haben wir doch selber erobert. Ach ja, wir machen das zu einer Stadt. Weil wir brauchen hier keine Zitadelle. Befehle, Kaiser. Schade eigentlich, aber so ist es. Jawohl! Nähern uns den Feinden des Reiches! So, weg mit diesen Rebellen. Das Reich ist siegreich! Denn es geht hier um York. Und nur um York. Das Reich ist siegreich! So, die Stadt Jawohl. Wir uns gleich... Obwohl, Nähern das können wir nicht so schon automatisch machen. Des Reiches. Belagern muss ich die ja Siedlung, nicht selber Kaiser. Mitmachen. Die Armee Das Reich ist siegreich! Perfekt. Gott ist auf unserer Seite, Kaiser! Wir haben gesiegt! Weißt du, jeder denkt schlecht von uns. Keiner will mit uns handeln.
Außer die Mongolen gerade. Aber jeder denkt wirklich mies über uns. Selbst der Papst hasst uns und wünscht euch die ewigen Flammen der Hölle. Dann werden wir dem doch gerecht. Ich will mehr Geld aber. Deswegen ausrauben und besetzen. So. Jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt sind wir der Sturm, zu dem wir gemacht wurden. So, hier lassen wir ein bisschen Infanterie. Also Armee, ihr zieht weiter gleich in der nächsten Runde, wenn die Infanterie fertig ist. Wir werden die gesamte Insel erobern. Und ich hätte gerne noch ein paar Kaufleute hier. Nee, einen Priester hätte ich gerne, nicht Kaufleute. So, Archus, das wird spannend. Für das Reich! Wir werden ehrenvoll erobern, Kaiser! Das ist eine Großstadt, die Belagerung, das geht zwei edler Runden, Kaiser. Passt. Nehmen wir nun die Mauern ein, mein Kaiser? Nein. So, diese Befehle, Infanterie, Kaiser. Die ist bereit. Die könnte hier warten. Die schicken wir aber ja, dahin. Ja, Kaiser! Hier wird niemand mit uns rechnen, Kaiser. Ein perfekter Hinterhalt. Wir schicken mal die Kavallerie Kaiser? Nach... Ja, mein Kaiser. ...nach Hamburg. Marschiert! Hier errichten wir ein Nachtlager. Genau, und hier könnten wir die andere Infanterie Befehle, reinschicken. Kaiser! Vorwärts! Damit die hier fortgebildet wird. Gut. Kanonentürme. Wir haben so ein Problem mit den Dänen hier oben. Ich würde mir das erlauben. Ja, die Kanonentürme sind wahrscheinlich teuer gewesen, nicht wahr? 6.000. So, Frankfurt hat ein Problem. Wir müssen auch langsam wieder ein bisschen auf das Bauwesen, ein bisschen unterstützen. Wir könnten ein bisschen mehr Infanterie gebrauchen. Und zwar 4 Stück. Also es ist so schwache Infanterie. Aber es ist unser die können wir später weghauen. Das ist ja nicht so schlimm. Trotzdem mag ich die nicht gerne. Ja, doch, mein Kaiser. Könnte man nicht machen. Befehle, ja! Kaiser! Befehle, Kaiser! Lassen wir den Genua. Wir haben nämlich 2 Kaiser. Stück bei uns. Kaiser! Weiter schon gemacht? Ja, Kaiser. Genau, das haben wir eingetragen. Budapest, wie lange haltet ihr noch 11 Runden? Kein Problem. Die Belager, ganz ehrlich, die Belager kann ich weghauen. Ja, mein Kaiser. Sollen das weg mit euch? Jawohl. Nähern uns den Feinden des Reiches. Ups. Wird es Zeit, die Mauern zu stürmen, Kaiser? Dann belagern wir noch ein bisschen. Ja, Kaiser. Ziel in die Schlacht. Die Armee belagert. Ich dachte schon, die Stadt gehört mir. So. Ups. Okay, dann kümmern wir uns mal ein bisschen um den Bau von Sachen. Hier, ich hätte doch gerne mehr Geld. Wie wär's mit der Kaufmannsbank hier? Und in Rennes zum Beispiel, die sind ein bisschen traurig. Wie wär's mit einer Taverne? Genau, das hatten wir schon mal gelesen. Eine Taverne passt eigentlich. Oder in der Verwaltung. Machen wir eine Taverne und danach eine Verwaltung hier rein. In Bordeaux, das ist eine Festung. Felder, damit die schneller wachsen kann. In Angers. Die ist eher sowas, das könnte zu einer Stadt werden. Bei schweren Truppen können wir auch in Bordeaux und Toulouse ausbilden. Ich glaube, das machen wir zu einer Stadt. Ja. Angers wird eine Stadt. So, Sion, nehme ich mal an, heißt das. Wird auch später in der Stadt. Ja, da wird was repariert. Ich war in York. Da könnten wir Straßen bauen. Und dann einen Minenverbund, eine Kirche. Ja. So, in Mailand haben wir einen Kanonenmacher. Habe ich das gelesen? Ich erinnere mich nicht. Letztes Stream war doch etwas spät. Als die Vorzüge der Kanonen auf dem Schlachtfeld immer deutlicher zutage kamen, wir haben es noch nicht gesehen, stieg auch die Nachfrage nach neuen Kanonenausführungen. Und so wurden durch die erhöhten Produktionen die Kanonenmacher erforderlich. Im Gegensatz zum Büchsenmacher verfügt der Kanonenmacher sowohl über den Platz, ich hab's schon mal gelesen, als auch über die Ausrüstung, die er braucht, um unterschiedlich lange und breite Geschützrohre herstellen zu können.
Gleichzeitig ebnet er auch den Weg für neue Waffen wie Mörser, Orgelkanonen oder große Bombarden. In dem Fall bei uns die große Bombarde. Und wir machen danach das Alchemistenlabor. Wir können individuelle Schießpulverwaffen verbessern, was immer das heißt. Individuell. Die Kunst der Alchemie gilt allgemein als gefährlich, weil sich diejenigen, die sie praktizieren, bei der Durchführung ihrer abenteuerlichen Experimente oftmals große Risiken aussetzen. Entweder im Dienste der Wissenschaft oder einfach aus reiner Gier. Andererseits lassen sich im Alchemistenlabor aber trotz des ständigen Umgangs mit gefährlichen Substanzen auch verhältnismäßig sichere Tests und Untersuchungen durchführen, und darüber hinaus bietet es den Gelehrten Gelegenheit, ihre Erkenntnisse auszutauschen und diese Kunst natürlich auch voranzutreiben. Okay, wir haben ein bisschen Geld übrig. Dann gehen wir gleich rein in die nächste Runde. Ich würde ein bisschen mal... Wir hören uns gern neue Worte an. Weißt du, aber ob wir einwilligen, kann ich nicht sagen. Er kannst du nicht, nein. Weißt du was, wie wär's denn, wenn wir euer Herr werden? Und ihr nicht nur Gott anbetet, sondern auch, naja, mich. Nein, ihr haltet uns wohl für Narren. Oder schlimmer ist. Wir fragen euch nochmal. Diplomatie versagt. Wir fragen euch nächste Runde nochmal. Teilen die Einheiten des Reiches! Weil wir wurden von Anfang an von allen Seiten eigentlich richtig verarscht. Und alle hassen uns dafür. Obwohl wir uns nur verteidigen. Wir werden dieser Belagerung widerstehen, edler Kaiser. Wir verteidigen uns eigentlich nur und hauen die weg, die uns angreifen. Die ganze Zeit. Außer Ägypten. Die Falle steht bereit zum Zuschlagen, Kaiser. So, Meisterentdeckergilde. Eine Meisterentdeckergilde wird stets von einem weitgereisten Gelehrten geleitet, der die bekannte Welt gut genug kennt, dass er als Experte für die Erforschung des bisher Unerforschten gilt. Er vermittelt den einheimischen Militärs genügend Wissen über die unterschiedlichen klimatischen Bedingungen und den besten Umgang damit, dass sie ihre Truppen entsprechend ausbilden und darauf vorbereiten können. Wie nett. Neue Mission. Blockiert den Hafen. Es wird Zeit, den Hafen zu blockieren. Mache ich nicht. Ein Schiff ist auch dafür zu lang. Und die Belohnung ist einfach zu niedrig. Nein. Das machen wir nicht. Wir schicken die Truppen weiter in den Norden. Ja, Kaiser! Befehle, Kaiser! Gut. Wir können ja bleiben. 5 Truppen. Das heißt, wir schicken die beiden noch hier rein. Die sind unterhaltsfrei. Ja, mein Kaiser. Schottland gibt es noch. Will ich Schottland angreifen? Muss ich mir noch überlegen. Okay, Polen wird belagert. Nein. Kanonentürme sind fertig, sehr schön. Ich habe es leider nicht gesehen, welche Stadt belagert wird. Ja, Mongolen hat mit Polen Krieg. Passiert. Befehle, Kaiser! Ja, so, General, komm mit. Lass uns zuschlagen, Kaiser! Bilde eine mächtige Armee! Ja! Fürchtet unseren Aufmarsch! Wir wünschen euch den Tod, Heide! Ja. Werdet ihr gleich sehen, Kaiser, was ihr davon habt. Nicht so zu demütigen. Ich werde die fremden Kaiser. Erstmal die fremden Waren zurückschicken. Kaiser. Ich werde die fremden Waren. Kaiser. Eröffne einen Kaiser. Öffne einen Kaiser. Wo können wir noch einen hinschicken? Eigentlich schon hier rüber. Wachtürme haben sie hier. Die Schafe sind doch gar nicht so schlecht. Ich habe mich verausgabt, Kaiser. Ach, der Ärmste. Wir lassen ihm seine Zeit. So. Greifen wir... Soll ich zerschmettern, Kaiser? Ein Befehl, okay. Mein Kaiser. Denkt ihr etwa, wir wären froh, euch zu sehen? Vielleicht. Bestechung. Der folgende Charakter schließt sich eurer Seite an. Hauptmann Albisus. Die folgende Einheitszahl wird sich eurer Seite anschließen und die folgende Einheitszahl wird sich auflösen. Ich weiß aber nicht, welche.
Wir können es aber mal ein Angebot abgeben. Es ist gut, dass ihr fragt. 15.000? Nö. Bin doch nicht bescheuert. Problem. Lebt wohl, Edler. Er nennt uns ein Schlachtfeld. Wir werden. Obwohl sie Schweizer Garde ist. Ja? Schade, ich gehe nicht nochmal fahren. Hinreisen. Reden ist Silber. Kämpfen ist Gold. Wäre witzig, wenn ich dir als Trophäe nehmen könnte. Vielleicht erlaube ich mir den Spaß. So, Wien wird belagert. Okay, von einer riesigen Armee. Wien braucht... Oh Gott. Nürnberg braucht auch Unterstützung. Ja. Ja, schicken wir die nach Frankfurt. Nähern uns den Feinden des Ja, mein Kaiser. So, schreibe ich meine Armee zusammen. Ja, mein Kaiser. Befehle, Kaiser. Vorwärts. Verbinden die Truppen. Also, verbinden die Truppen. Ja, mein Kaiser. Marschiert. So, die können wir auch mal verbessern. Okay. Wien hat ein Problem. Wir könnten Kaiser. Die Belagerung abbrechen oder wir schlagen einfach schnell zu Ziehen und gehen dann zurück. Ah, Mist. Okay, das muss schnell gehen. Rein da, das schaffen wir. Kann ich nicht automatisch machen. Ich spreche Spanisch zu Gott, Italienisch zu den Frauen, Französisch zu den Männern und Deutsch zu meinem Pferd. König Karl V. von Frankreich.